und herzlich willkommen am Ort, wo Helden geboren werden und Geschichte geschrieben wird. Hier gab es 2008 eine Entscheidung in der letzten Kurve und schon im nächsten Jahr die rasante Aufholjagd von Jenson Button, der sage und schreibe von Startposition 14 seine einzige Fahrerweltmeisterschaft sicherte. Es ist Zeit für den großen Preis von Brasilien. Heute befinden wir uns auf der Rennstrecke von Interlagos, die es auf 4,35 Kilometer Länge bringt und eine der wenigen Strecken ist, die gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird. 15 Kurven, 9 links und 6 rechts warten auf die Fahrer und es wartet ein sehr anspruchsvoller Mittelsektor. Aber noch wichtiger natürlich der dritte, denn dort wird fast die ganze Zeit Vollgas gefahren und am Ende vor dem Senna S ist die beste Überholmöglichkeit der Strecke. Stefan Römer teilt sich heute die Kommentatorenbox mit mir. Reden wir über die Regenmeisterin. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Daniel Ricciardo hat freie Sicht von der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Norris, Lewis Hamilton, und Perez. Der Regenmeister, Leclerc. Mick Schumacher und Carlos Sainz. Russell, Gasly, Fernando Alonso und Vettel. Ocon, Giovinazzi, Lance Stroll und Nikita Mazepin. Tsunoda, Latifi, Schwartzman und Callum Ilott. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Der Motor läuft gut, also konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor.
Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Bleib dran, du näherst dich deinem Vordermann. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,5 Sekunden. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Okay, du holst den Wagen vor dir ein. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,9 Sekunden. Fertig. Los jetzt. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Mick kommt an die Box. Mick an der Box. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,8 Sekunden. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren.
Grüne Flagge. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,3 Sekunden. Okay, du bist pro Runde ein paar Zehntel langsamer als der Wagen vor dir. Er zieht davon. Es scheint ein Problem zu geben. Wir untersuchen es noch. Es scheint kritisch zu sein, also halte so schnell es geht irgendwo an. Wir können dich so nicht weiterfahren lassen. Wie gesagt, such dir eine sichere Stelle zum Anhalten. Wir müssen dich aus dem Rennen nehmen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,1 Sekunden. Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag.
Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Über Carlos Sainz kann man sicherlich nicht meckern. Seine Fähigkeit, der Rennstrategie auf den Punkt genau zu folgen, muss man loben. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start.